Hey, Schauspieler, willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil. Ich bin Schauspieler 05 und das letzte Mal hat mein Gehirn sich gesagt, boah, wie wäre es, wenn ich einen Swan Dive mache und mich von einer Frau mit Nudelarm verprügeln lasse? How about that? Ich weiß, dass die Alte jetzt hier irgendwo rumlungert. Und ich mag sie nicht. Oh shit, du bist natürlich genau da. Ja. Habe ich hier noch andere Probleme, die hier rum... Oh, guck mal. Ach, jetzt lassen wir mich hier einfach mitnehmen, was ich mitnehmen will. Ja, Mensch, wenn das so ist. Meine Dame, wenn das so ist. So, wo ist die Nuss? Ist mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Da kann sie nämlich nicht durch. So, Eisentür verhindert alles. So, aber erstmal kombinieren wir. Oh yeah, that's nice. Tastes good. Gut, das pushen wir down the limit. Ich glaube, das muss noch ein bisschen weiter. Kann Fleischfield eigentlich nachher schneller schieben? Ich meine, es ist fucking Fleischfield. So, you know... Eigentlich müsste er doch schneller, besser schieben können. Na, ein Gerät zum Transport. Start. So, jetzt gehen wir mal zurück zu Brary. Beziehungsweise, ich gehe jetzt erstmal mir die Dings holen. Die Munition, die da oben auf den Kisten noch liegt. Wo mir Hohl gesteckt hat. Der Typ steckt mir, hat mir vieles gesteckt, was das Ganze hier angeht. Ohne ihn wäre ich manchmal echt... He is still an asshole, though. Magnum-Munition. Und Pistolenmunition. Yay! Even more of that shit! Und ein Batteriepack. Geil. Noch mehr, um Zombies zu tasern. Das macht die größten Spaß. So. Jetzt wird die Nuss... Ja, jetzt muss ich mal gucken. Da war ja noch so ein Hebel, den ich, glaube ich, umlegen musste. Den habe ich jetzt, glaube ich, gerade ganz vergessen, weil sie diesmal aus einer anderen Richtung kam. Diesmal kam sie irgendwie von links. Da hat sie sich gedacht, boah... How about I don't like you today? Ja, wie wär's, wenn du dich weiter... Ja, ich meine, du kannst weiter vor mir rumschleichen, wie du willst. Das Einzige, was mich auffällt, ist die Kamera. Just telling you. I thought I might tell you. Ja, ist eine Art Hebel. Umlegen? Ja. So, und dann gehen wir mal zurück zu Brary. Ich meine, sie ist jetzt nicht unbedingt... Wie bin ich letztes Mal durch sie gestorben? I mean, for fuck's sake. Sie schnorchelt da durch die Gänge und hält sich für den größten Schlaraffen überhaupt. Okay, tschüss, Brary. Ist ja nicht so, als ob ich deine Hilfe gebrauchen könnte hier oder so, ne? Okay, Brary, bye. I don't need you. Dich oder deinen Elefantentöter, you know. Gib keinen Weg zurück. Brary, warum? Why are you an asshole? Warum machst du so einen Scheiß? Warum machst du so einen Blödsinn? Brary. Ah ja, genau. Magnum-Munition, die packen wir mal weg. 18 Schuss. Um genau zu sein mit denen, die wir da drin haben. Boah, das sind ein paar tote Elefanten, wenn ich das mal so sagen darf. Der Brary ist ein... Brary ist echt assi. Weißt du, der kommt einfach und sagt sich, ja, ne, ich lass dich hier zum Stich. Hier, viel Spaß mit der dummen Kettenfrau. Have fun. Ho, Junge. Und auf einmal klingt Brary wie Goofy. Oh, gosh. Wake me up inside. Oh, ohne Scheiß. Googelt niemals nach fucking Bring Me to Life von Goofy. Das ist das Lied. Oh, mein Gott. It's terrible. Crunchy! Was haben wir denn da? Kann ich da einfach runter? Oh, okay. Was haben wir denn hier? Ein defekter Flammenwerfer. Warum ist alles, was ich finde in meinem Leben, defekt? Eine defekte Freundschaft, eine defekte Beziehung,
Ein defektes Leben. Eine defekte Nie. Okay, ne, vergiss es. Gut, jetzt haben wir einen defekten Flammenwerfer. Ich schätze jetzt einfach mal, dass wir den da reindrücken müssen, da wo wir den Hebel umgelegt haben. Jetzt so ganz sporadisch gedacht. Dann ist die Frage, was zur Hölle soll ich mit dem Flammenwerfer? Denkt sich diese Leatherface-Troller auf einmal, oh scheiße, Feuer? Ne, Feuer finde ich ja jetzt... Oh boy! Oh boy, Feuer! Wenn ich eins nicht mag... So, wo ist sie jetzt? Ach, da. Da schnödelst du rum. Gut, schön, von mir aus. Ich bin sowieso nur auf der Suche nach diesem komischen Haken. Ne, hier ist er nicht. Dann ist der bei der anderen Tür da wahrscheinlich. Ja, da oben ist noch eine rote Tür. Die Frage ist, komme ich da hin, ohne dass sie mir den Schädel einschlägt? Oh ja, komme ich. Ich bin ja schon da. Was? Okay. Jetzt habe ich einen defekten Flammenwerfer. Der ist ja super defekt. Düses defekt. Ein bisschen mehr defekt, will ich mal sagen. Die Tür ist verschlossen. Oh. Ah, lass mich raten. Es ist auf Zeit. Ja, I guess. I guess so. Halt euch den Schnabel! Ja, das Ding ist auf Zeit. Das geht wieder rein. Ja, Mensch. Looks like I need to hurry here. Mr. Zircon does not require bolts. His currency is paid. Ja, Fleischfield muss fleischiger werden. Vielen Dank für deine 5-Euro-Spende auf jeden Fall. Vielen Dank, Dude. Ja, Fleischfield muss echt fleischiger werden. Das ist Fakt. Where did I get myself into now? What the fuck? Feuer ist erloschen, aber er war vor kurzem jemand. Ja, das erkenne ich an den ganzen... an den abgefuckten Ritualen, was die hier abziehen. Okay, warum gerate ich immer in sowas? Oh, Schlangen. Ich hasse Schlangen. Oh Gott, Indiana Jones Flashbacks. Bett ist noch warm. Oh geil, ein warmes Bett. Da liegt was. Schmuckkästchen. Nimm mal mit. Kümmern wir uns gleich später drum. Oh, warte mal. Och, ja, ein Dolch, okay. Ja gut, sieht so aus, als wäre es das hier. Klettern wir mal hoch. Geht denn das hier überall noch lang? Da ist noch eine Leiter, hier ist noch ein Weg. Kräuter. Lots and lots of Kräuter. Ich meine, ich habe gerade den Platz, so... Dann wird er fester, weil wir Wasser enthalten. Ja, ich kombiniere es mal mit einem blauen. Man weiß nie, wann man wieder vergiftet wird. Von daher. Man weiß nie, wann man das nächste Mal eine Giftspritze abbekommt. Die Musik ist auch absolut creepy hier. So, wo komme ich denn jetzt raus? Bessere Frage, wie kommt Miss Leatherface hier mal raus? Oh. Oh, here am I. Well, that's a problem. Ich bin wieder hier. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Okay, da kümmern wir uns sofort drum. Sekunde. Ich pack nur mal kurz ein bisschen was weg. Ich habe nämlich... Alter, habe ich viele Highlight-Items gerade. Ich ertrink ja geradezu in dem Shit. So, kümmern wir uns mal um das Ding hier. Ist das wieder... Hm? Oh! Guess what? Ein Steinring! Ein Familienfoto und Notizen. Leer. Achso.
steht etwas geschrieben. Bin das Virus verabschiedet. Jessica, Virus Typ A. Plasmiose, Gewebe nach Zellenaktivierung. Vision negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Typ B. Gewebe nach Zellenaktivierung positiv. Und verzögerliche Veränderung. Und zwar Ergebnisse beobachten. Status, Schutzbeobachtung gedauert an. Aktion terminiert. George hat's richtig scheiße erwischt. Meine Spritze mir einschwingen, war mir verschwunden. Haben wir gemacht, sie haben mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Es ist ohne mich entkommen. Hat sie mich verlassen? Dann haben wir gefunden, ja, wir haben zusammen gelesen und war sehr glücklich. So, Fälschung, nicht mehr echte Mami, deshalb Gesicht meiner anderen Nähe. Muss Mami finden, muss Mamis Gesicht wiedergeben. Oh! Wir haben Mamis Gesicht zurückgeholt. Jemand bekommt meine Mami außer mir. Setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. That's fucked up, mate. Im Kasten strömt Luft und Mami, echte Mami im Kasten. Kasten steinhart, tut weh. I understand now. So, warte mal, welche... Was war denn das jetzt? Metallobjekt, genau. So. Das Metallobjekt muss ich ja... Genau, bingo. Damit haben wir beide. Das heißt, sobald wir aus diesem Innenhof wieder raus sind, können wir durchs Gitter in der Mansion. Ich weiß zwar nicht, ob ich das möchte, aber... lass mich mal gucken, was habe ich denn, was sagen meine Reserven denn? Den Granatwerfer lasse ich einfach für schlechte Zeiten mal da. Magnum habe ich ein bisschen was, Gewehrmunition habe ich ein bisschen was. Oh, warte, ich will speichern. Oh, gut, dass ich das gerade sehe. Gut, dass mich hier gerade nichts und niemand angreift. So, jetzt müssen wir gleich nur den Weg zurück. Und ich weiß nämlich, dass ich da den einen oder anderen... Mein Tagebuch hinterlassen. Hab ich erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Aber ich, Mami, wo? Hab ich mir niedergerufen. Helfen wir wegen mehr, als du schreist. Warum will ich hier sein? Jetzt wird einem einiges klar. Warum die hier rumpimmelt. Wo ist Barry, der Arsch? Weißt du? Ich halte den Rücken frei. 2 Sekunden später. Ich bin Barry. Tschüss. Und ist weg. Ja, deswegen rennt man mit mehr als einem Gesicht rum. Well. Okay, dreimal speichern kann ich noch. Das andere Ding kriege ich wieder mit, wenn ich aus dem Hof gehe. Sie ist hinter mir. Wie soll sie jetzt... Warum, wie soll sie ohne Fahrstuhl hier jetzt anders raufkommen? Sie kann eigentlich ja nur hinter mir, you know? Ja, ab dafür. Und das mit Turbo. Mit Turbo zurück in die Menschen. Aber mit Vollgas. Bin ich schwach? Ich bin im Kreis gelaufen. Kamera, bitte, arbeite mit mir. Uiuiui. Oh, hi. Dodging. Ja, du kriegst mich nicht, Kumpel. Das gönne ich dir nicht. Du bist mir die Munition nicht wert, you know? Zumal, wenn ich hier nochmal lang sollen müsste. I don't know. Ich habe jetzt nichts, womit ich dich irgendwo abfackeln könnte. Und hier renne ich. Kein Crimson? Ich dachte, ich hätte hier 2 Leute zurückgelassen, wo, ne, nicht unbedingt eager waren, mich wiederzusehen. Okay. Okay, dann. Na gut, jetzt sind wir ja schon...
Ja, mein Gott, das ist ja echt ein ziemliches Stück im Gebiet. Ach, geil, Hunde. Ich habe noch mehr Granaten für euch, just saying. Weil seit dem letzten Mal habe ich echt den Sack dicht von euch. Katschunk. So, warte mal, wie geht's jetzt schneller? Oh, ja, einfach hier durch. Däh. So, Richtung Haupttor. Das Ding nehmen wir wieder mit. Haha, und schon haben wir beide. Problem solved. Ja, nochmal speichere ich, glaube ich, nicht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt gerade schneller und vor allem sicherer wieder zum Haupteingang? Ja, ich glaube, ich weiß wie. I think I remember. Einmal hier, dann nach oben. Und oben war, glaube ich, safe. Glaube ich. Ich hasse es, wenn ich das immer sage. Ich meine, ich könnte hier speichern, so just in case. Aber ich mache diesen Fehler gerade gern nochmal, dass ich dem Spiel vertraue. Ich meine, gut, seit wir das letzte Mal gespeichert haben, war jetzt... war in der Hütte. Es ist jetzt nicht so viel Backtracking. An sich ist es 100% Backtracking, aber you know. Wir würden jetzt... Das wäre jetzt ein Save der Bequemlichkeit. Und irgendwie, ja, gut. You win, Game. You win. You win, I fail again. So, da wollen wir doch mal gucken. Was erwartet uns hinter super schönen Stahlgittern? Mir fällt auch ein, wir haben in dem einen Raum da immer noch den einen fucking Crimson Johnny rumlaufen. There we are. Einmal. Zweimal. Meine Symbole passen genau in die Tür. Öffnen, ja. I don't want, to be honest. I don't want. Eine alte Schreibmaschine. Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meinen Fortschritt speichern. Ja, weil ich auch... Oh. Ja, gut. Wenn das Spiel mir schon so kommt... Ja, gut. Dann, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe über, Bequemlichkeit safe, aber wenn das Spiel mir so kommt, also ne, dann I don't trust this one bit. I don't trust this one schniddledy-diddledy. I can tell you that. Meine Schreibmaschine und eine Inventarbox. This is some bullshit, I tell you. So, zweimal können wir auch noch speichern, von daher ist ja nicht so dramatisch. Wir haben 85 Pistolenschuss. Wir haben immer noch die Modiskette. Und das, die Wolfsmedaille. Und die Adlermedaille haben wir auch noch. Ja, also, wenn das Spiel mir so anfängt, nicht? I don't trust this shit. Ja, vor allem, wenn es jetzt, wenn es schon wieder... Ja, weißt du, ich komme ja nur gerade aus Katakomben. Ja, Mensch. Deswegen ist es schön, wieder in Katakomben zu sein. In fucking Untergangstunneln. Wo das Spiel mir einen defekten Flammenwerfer hinhält und sagt so... guck mal, das könntest du haben. Aber du kriegst es nicht. Und ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ja, I don't have a good feeling. Hier ist nichts. Nur Kerzen. Kerzen, die überall brennen. Und Leute regen sich in Skyrim über sowas auf. Jill. Okay, Barry. Ich hätte gern ein paar Antworten. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Jill, das Ding würde dir den Arm brechen, wenn du so abdrückst.
just telling you that. Ja, klasse. This is just dandy. No time to talk. Jill, hand me my gun. This is fucking Barry. Thanks, Jill. Es ist Barry, come on. Nice aim. Nice aim. Barry, würdest du auch? Wieso komme ich da nicht? Oh, da komme ich nicht lang, okay. Oh, lass mich raten. Ah, okay, ich verstehe. Ich habe hier gerade eine Menge Munition verschossen. Die Frau ist fucking Spudermann. Da ist auch ein Dings. Da fehlt Boden. Ja. Nice. I see. Ich habe die Steine nicht gesehen an den Ketten. Oh. Just what I thought. Okay, bye. Okay. Das ist dasselbe Familienfoto, ja. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Spritzen die Männer in den weißen Kittel nach, Mamas jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitamin. Wenn sie mir eine Spritze geben, kann Mami nicht klar denken, aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft. Oh. Alles zu vergessen, besonders die Eliminierung, ich und Papa. Das war Lisa. Oh Gott, was haben die mit der gemacht? Jesus. Wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Jessica Trevor, ja. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Fakt ist, ich glaube, selbst wenn das Ding tot ist, selbst wenn Lisa tot ist, ich glaube, sie hat jetzt, was sie will. Die kommt nicht wieder. Ich glaube, die kommt nicht wieder, um zu disturben. Oh geil, noch ein Aufzug. Das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt schon wieder? Okay, mehr dazu in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.